Er reduziert Fehlbisse und ist bei großen Gummifischen oft unerlässlich. Der Stinger bzw. Angsthaken oder Zusatzdrilling. Ein Problem, je nach Montage, ist die Schlaufe zu groß, kann sie aufs Vorfach rutschen oder sich im Karabiner verfangen. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, solche kleinen Posenstopper. Und so funktioniert's. Nehmt ein Stück Stahlvorfach und eine Quetschhülse. Fädelt erst die Hülse auf das Vorfach und anschließend den Posenstopper. Danach führt ihr das Ende des Vorfachs zurück durch die Hülse. Jetzt die Hülse mit einer entsprechenden Zange festdrücken. Anschließend zieht ihr den Posenstopper einfach über die Schlaufe. Nur noch den dünnen Draht durchknipsen, dann ist der Stinger auch schon fertig. Mit dem Posenstopper könnt ihr ihn wunderbar an der Öse des Jig-Kopfes fixieren. Ganz einfach zusammenschieben. Hier verrutscht nichts mehr und trotzdem könnt ihr ihn natürlich ganz leicht wieder lösen. Eine andere Variante sind solche schon fertig gebundenen Stinger. Der Clou an diesen Modellen, dieser kleine Clip. Ihn könnt ihr ganz einfach in die Öse des Stingers einhängen. Und das war's auch schon. Viel einfacher geht's nicht.